So, hallo und willkommen auf Medikalisch und zu der Live-EKG-Befundung. Ich hoffe, das klappt jetzt. Jetzt warte ich ganz kurz, bis ich meine Stimme selber hören kann. Guten Abend zusammen, da ist auch schon der erste Kommentar. Ja, jetzt funktioniert es. Jetzt können wir anfangen. So, dann mache ich noch nebenbei den Live-Chat auf für Fragen. So. Wir gehen hier auf die EKGs ein, die ich schon in der EKG-Sammlung veröffentlicht hatte. Da standen zwar immer die wesentlichen Befunde unten drauf, aber ich habe natürlich nicht alles da erwähnt und schon gar nicht alle vollständig befundet. Deshalb können wir hier einmal die EKGs einzeln durchgehen. Hallo zusammen und hallo Samu. Auch noch ein neuer Kommentar. Ich denke, wir werden uns so ungefähr 10 EKGs vielleicht für heute vornehmen. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, je nachdem, wie schnell die Zeit verstreicht. Okay, dann fangen wir auch schon mit dem ersten EKG an. In den Videos, die ihr auf Medikalisch sehen könnt, gibt es ja immer diese ganzen Grundlagen zu sehen. Also, wie sieht eine P-Welle aus, was ist die P-Welle und so weiter. Aber heute wollen wir uns auf eine Real-Life quasi Situation beschränken. Also, wir wollen die EKGs wirklich so befunden, wie wir es auch im echten Leben machen würden. Und dann fangen wir an. Also zunächst einmal heißt es in den Befunden immer zum Beispiel normofrequenter Sinusrhythmus oder tachykardübergeleitetes Vorhofflimmern. Also wir gucken uns die Frequenz an. In diesem Video beschränken wir uns auf die Messdaten der EKG-Geräte. Vielleicht auch ein Fun Fact nebenbei. Die Geräte sind gar nicht mal so schlecht. Insbesondere die neueren Geräte. Die ermitteln beispielsweise eine mittlere Herzfrequenz, die man relativ gut vertrauen kann. Und je nach Gerät stimmen auch dann die einzelnen Messdaten überein. Zur Vereinfachung nehmen wir einfach die Daten, die hier angegeben sind. Dann schauen wir erstmal auf die Herzfrequenz. 61 ist also völlig normal. Bei der Befundung der EKGs muss man natürlich auch immer die Klinik der Patienten beachten. Hier ist es zum Beispiel ein 23-jähriger Patient. Da kommen uns andere Differentialdiagnosen als bei einem 80-Jährigen beispielsweise in den Sinn. Aber trotzdem, die EKGs müssen immer vollständig befundet werden. Oh, sogar 21 Leute, das ist ja interessant. Sehr interessant. Hallo auch einfach Erik, willkommen. Und wir machen weiter. Also, 61er Frequenz. Jetzt gucken wir, was das für ein Rhythmus ist. Da müssen wir ja immer nach P-Wellen und QRS-Komplexen Ausschau halten. Hier in 1 beispielsweise sieht man ganz klein die P-Welle und in 2 auch. Beide P-Wellen sind positiv. Das heißt, das ist hier ein Sinusrhythmus, normfrequenter Sinusrhythmus. Mit 61 Schlägen pro Minute, Beats per Minute, das ist das BPM. Dann wollen wir den Lagetyp bestimmen. Da gibt es ja diese vereinfachten Tabellen. Da muss man gucken, den QRS-Komplex in 1, 2 und 3 und gucken, ob der positiv oder eher negativ ist. Übrigens, positiv oder negativ heißt nicht, ob die längste Zacke positiv oder die längste Zacke nach unten ist, sondern die Fläche unter dem QRS-Komplex. Man muss also sozusagen die Fläche da beachten. Und hier ist es schon relativ schwer, weil hier die Zacken relativ klein sind. Ich würde aber sagen, ist noch ein positives, ein positiver Vektor insgesamt. Bei 2 ist positiv und bei 3 auch positiv, wobei 3 ja größer offensichtlich als 1 ist. Das ist also ein Steiltyp. Der Steiltyp ist in dem Alter nichts Ungewöhnliches. Bei älteren Patienten, also wenn jetzt zum Beispiel ein 60-jähriger Patient einen Steiltyp hat, dann kann das verschiedene Ursachen haben. Es kann auch normal sein, insbesondere bei sehr schlanken Menschen sieht man das oft. Das kann aber auch sein, dass er irgendwelche Erkrankungen hat, die zu einer vermehrten Rechtsherzbelastung, zum Beispiel eine COPD, führen hat. Hier ist ein Steiltyp für einen 23-Jährigen, also nichts Auffälliges. Also normofrequenter Sinusrhythmus, Steiltyp. Dann nennt man eigentlich so in der Routine den RS-Umschlag über der Vorderwand. Also in der Ableitung, wo die R-Zacke größer ist als die S-Zacke. Das wäre hier in dem Beispiel zwischen V4 und V5. Ne? In V5 ist die R-Zacke schon deutlich größer als die S-Zacke. RS-Umschlag in V5. So, ist das gut, ist das schlecht? Was heißt das? Das ist auffällig. Eigentlich haben normale Menschen einen Umschlag zwischen V2 und V3 oder zwischen V3 und V4. Dieser Mensch hier oder dieser Patient hier oder dieser Proband hier hat den Umschlag in V5.
also einen sogenannten verspäteten RS-Umschlag. Auch das muss nichts Pathologisches unbedingt sein. Insbesondere bei Linkstyp oder überdrehten Linkstyp gibt es oft so eine RS-Umschlag. Verschiebung nach links präkordial nennt man das, also nach V5 oder nach V6. Na gut, der hat aber hier einen Steiltyp. Wie kommt das dann? Das kann auch eine banale Elektroden, aber eine Fehlplatzierung sein. Ja, also wenn V4 nicht so ganz platziert wurde, dann sieht man das oft. Gut, also das ist jetzt auch nichts unbedingt Pathologisches. Dann haben wir den RS-Umschlag und im Real Life würden wir jetzt auf die ST-Strecken und auf die T-Wellen, also auf die Erregungsrückbildung, eingehen. Da gucken wir, ob es ST-Hebungen oder ST-Senkungen gibt oder ob es T-Negativierungen gibt oder ähnliche Auffälligkeiten. Dann kommt manchmal so der Kommentar, in AVR ist eine negative T-Welle. Völlig richtig, gebe ich auch recht. In AVR ist aber eine negative T-Welle typisch. Dann, in V1 haben erwachsene Menschen auch in der Regel eine negative T-Welle. Und jüngere Menschen haben auch noch in V2 und sogar bis V3 noch eine negative T-Welle. Erwachsene, also ein 50-Jähriger hat in V2 schon wieder eine positive T-Welle. Der ist hier 23, da sieht man es auch noch relativ negativ. Das ist aber nicht schlimm in dem Fall. In V1 ist es normal. Sonst sehe ich hier eigentlich keine Erregungsrückbildungsstörungen. Bis auf die T-Welle auch hier in AVL negativ. Was heißt das? Hat der Patient jetzt eine Ischämie oder eine KHK oder so etwas? Nein, eine negative T-Welle in dem Alter kann völlig normal sein. Das sind unspezifische Erregungsrückbildungsstörungen, die bei manchen Menschen einfach schon quasi von Geburt an da so bestehen und nicht zu bedeuten haben. Wenn der 23-Jährige aber über der gesamten Vorderwand beispielsweise eine T-Negativierung hätte, ja, also auch in V3 und V4 und V5 und V6 und vielleicht auch noch in 2, 3 auf F, dann würde ich überlegen, ob das vielleicht zu einer Perikarditis passt. Aber man muss auch sagen, bei sehr aufgeregten Menschen und insbesondere bei weiblichen Patienten in dem Alter sind ST-Senkungen bzw. T-Negativierungen inferior oder linkslateral einfach auch manchmal infolge eines hohen Sympathikotons. Also auch nicht schlimm unbedingt. Man muss also immer die Klinik beachten. Das ist also eigentlich ein Normalbefund für das Alter. Gut, da haben wir es auch. Okay. So, dann gehen wir mal weiter zum zweiten EKG. So. Achso, was ich noch vielleicht nochmal zusammenfassend also. Normal frequenter Sinusrhythmus mit 61 Schlägen pro Minute. Steiltyp, RS-Umschlag zwischen V4 und V5. Keine ischämie-spezifischen Erregungsrückbildungsstörungen. Ja, also es gibt hier keine wirklichen ST-Hebungen, die auf einen Infarkt oder so etwas hindeuten. Also keine ischämie-spezifischen Erregungsrückbildungsstörungen. Und als letztes würde man auch sagen, auch gibt es Extrasystolen oder nicht, gibt es aber hier nicht. Also keine Extrasystolen. Und dann müsste man einmal die Zeiten hier einmal anschauen. Ja, also oder zumindest mal im Blick haben, dass man da nichts verpasst, sowas wie die QT-Zeit, beziehungsweise die QTC-Zeit, die PQ-Zeit, im englischsprachigen Raum heißt es auch PR, die PQ-Zeit, der QRS-Komplex, aber hier ist alles ist alles normal. So, jetzt zum zweiten EKG. Das gleiche wieder von vorne, wir gucken uns die Frequenz an, 46 Schläge pro Minute, das ist schon recht langsam. Gut, wenn das ein 18-jähriger Sportler ist, ist es nicht schlimm, aber das ist ja ein 83-jähriger Patient, das ist schon mal auffällig. Man muss sagen, Sportler können einen sehr niedrigen Ruhepuls haben, also 46 Schläge pro Minute würde mich da nicht beunruhigen. Bei einem 83-Jährigen kann das natürlich auch mal normal sein, ist aber häufiger im Rahmen von irgendwelchen Sinusknotenerkrankungen, zum Beispiel Six-Sinus-Syndrom oder so etwas, tritt sowas in Erscheinung. Dann wollen wir ja wissen, ist das überhaupt ein Sinusrhythmus? Positive P-Welle 1, 2 ist also ein Sinusrhythmus und jeder P-Welle folgt natürlich ein QRS-Komplex. Ist also ein bradykarder Sinusrhythmus mit 446 Schlägen pro Minute. Dann gucken wir uns den RS-Umschlag an. Ich blende jetzt auch bewusst hier Sinusbradykardie ein, weil das ist nicht nur eine Sinusbradykardie übrigens, also zumindest nicht der einzig auffällige Befund.
Der RS-Umschlag ist zwischen V3 und V4. Das ist völlig normal. Ich gucke mal auch nach Kommentaren parallel. Nein, ist aber nichts Neues. Doch, Matthias Behrendt, Hallöchen. Ich grüße zurück. Okay. So, also der RS-Umschlag ist auch normal. Jetzt haben wir aber noch nicht den Lagetyp genannt. Der Lagetyp wäre in diesem Fall, ist ja positiv, positiv und hier könnte positiv, könnte auch negativ sein. Das ist aber nicht schlimm, wenn man sich nicht ganz entscheiden kann. Dann schreibt man einfach beispielsweise in dem Fall hier Indifferenz bis Linkstyp. Ja? Also die Möglichkeit wäre ja, wenn das hier positiv ist, ist ein Indifferenztyp. Oder wenn das hier negativ ist, ist es ein Links... was habe ich jetzt gesagt? Also wenn das hier positiv wäre, dann wäre es ein Indifferenztyp. Und wenn das hier negativ wäre, dann wäre es ein Linkstyp. Dann kann man schreiben Indifferenz bis Linkstyp. Gut, dann haben wir auch das. RS-Umschlag haben wir. Und jetzt gucken wir uns die Erregungsrückbildung an. Oh, da hat einer geschrieben, könntest du ganz kurz nochmal den RS-Umschlag erklären? Okay. Also, über der Vorderwand, also von V1 bis V6, wird ja die R-Zacke immer größer, während die S-Zacke immer kleiner wird. Das ist einfach dem verschuldet, dass die Elektroden quasi reihenweise auf der Brust aufgeklebt sind und sozusagen den linken Ventrikel oder die Vorderwand abbilden sollen. Und bei normalen Menschen wird die R-Zacke so zwischen V2 und V3, beziehungsweise manchmal auch zwischen V3 und V4 größer als die S-Zacke. Also einfach die Länge wird größer als die S-Zacke. Hier sieht man ja schon, in V3 sind die noch etwa gleich groß, in V4 ist aber schon die R-Zacke größer als die S-Zacke. Das heißt, der Umschlag, der RS-Umschlag ist zwischen V3 und V4. Was hat das zu bedeuten oder warum will man das wissen? Das ist an sich eine gute Frage. Und zwar, wenn hier beispielsweise keine progrediente R-Zacke aufgebaut wird, ja, also wenn hier beispielsweise in V1, V2, V3 und V4 gar keine R-Zacke besteht, dann kann das beispielsweise im Rahmen von einem Vorderwandinfarkt aufgetreten sein. Das kann aber auch durch den Lagetyp bedingt sein. Menschen mit einem Linkstyp oder überdrehten Linkstyp, die haben normalerweise einen nach links präkordial verschobenen RS-Umschlag. Also der RS-Umschlag ist später als gewöhnlich. Ja, das ist der RS-Umschlag. Ich hoffe, das war jetzt ausreichend. Gut. Dann machen wir weiter. Wir waren bei der Erregungsrückbildung. Jetzt muss ich ein paar Tipps und Tricks sagen. Also wenn wir es so sehen, ist eigentlich nichts Schlimmes. Ja, da freut mich doch, dass es einigermaßen verständlich war. Okay. Also eigentlich sehen wir keine ST-Hebungen, keine ST-Richtungen, keine ST-Senkungen. Alles ist gut. Dann gibt es noch so ein paar Tipps und Tricks. Das sind sozusagen die Real-Life-Tricks. Manche Menschen haben ganz flache oder schon fast negative T-Wellen. Hier wie dieser Patient in AVL. Wenn es in einer Ableitung vorkommt, ist nicht so schlimm. Wenn es aber beispielsweise hier in 1 und AVL sowie in V5 und V6 auftreten würde, also flache T-Wellen, das würde man dann T-Wellenabflachung nennen. Ich glaube, das war ganz kurz. Ich glaube, die Verbindung war kurz abgebrochen. So, jetzt sind wir aber wieder online. Falls ihr, ich weiß jetzt nicht, wo genau das abgebrochen ist, vielleicht könnt ihr mir eine Nachricht schreiben. Also wir waren, glaube ich, bei T-Wellenabflachung und dann ist es abgebrochen. Es kommt kein Kommentar. Gut, vielleicht erkläre ich das nochmal. Also flache T-Wellen, wenn die in mehreren Ableitungen vorkommen, insbesondere bei Ableitungen, die anatomisch, bei T-Wellenabflachung, die anatomisch nebeneinander liegen, also 1 in AVL beispielsweise oder V5 und V6, wenn da die T-Welle abgeflacht ist, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass beispielsweise der linke Ventrikel hypertrophiert ist oder dass sogar eine Ischämie vorliegt. Man muss also auf solche kleinen Veränderungen achten,
denn die können manchmal das Ausschlaggebende sein. Also der Patient hat hier zum Glück nur in einer Ableitung diese T-Wellenabflachung, ist zwar auch unspezifisch, man sollte aber darauf achten. Wir sehen also, das ist hier eine Sinusbradykardie. Ich fasse nochmal den Befund zusammen. Also bradykarder Sinusrhythmus mit 46 Schlägen pro Minute, Indifferenz bis Linkstyp, RS-Umschlag zwischen V3 und V4, dezente T-Wellenabflachung in AVL, sonst aber keine chemiespezifischen Erregungsrückbildungsstörungen, keine Extrasystolen. Und dann kann man noch sowas wie hier beschreiben, das sind so dezente U-Wellen, die sind oftmals ohne pathologischen Wert, da muss man einmal manchmal auf den Kaliumwert gucken, das kann manchmal eine Hypokaliämie sein, muss aber nicht sein. Und das wäre dann der Befund. Eine Sinusbradykardie in dem Alter, naja, ist verdächtig, wenn der Patient keinerlei Beschwerden hat, kann alles gut sein. Wenn er aber beispielsweise ständig synkopiert, dann sollte man Langzeit-EKG machen. Vielleicht hat er schon so ein sogenanntes Sick-Sinus-Syndrom, also das Syndrom des kranken Sinusknoten. Gut. Dann gehen wir weiter. Ich werfe nochmal ganz kurz einen Blick auf die Zeiten. PR ist knapp über 200 Millisekunden, heißt also, hat auch einen AV-Block ersten Grades. AV-Block ersten Grades sind übrigens überhaupt nicht schlimm. Die meisten Menschen merken das nicht. Und meistens besteht auch keine Indikation zur Therapie. So, das war Nummer 2. Dann kommen wir schon zu Nummer 3. Ah, da hat sich auch einer gemeldet. Alles wieder okay? Ja, hervorragend. Okay. So, dann sind wir beim dritten EKG. Ich gucke einmal selber. So, dann wieder das Ganze von vorn. Wir gucken, oh, 33er Frequenz ist schon sehr knapp. Sehr, sehr knapp beim 80-Jährigen. Naja, das sind die Extremitätenableitungen. Jetzt müssen wir nach positiven P-Wellen Ausschau halten. Und wir sehen hier noch ein anderes Phänomen, diese Unruhe isoelektrische Linie. Ja, also die ist sehr unruhig. Es gibt diese Artefaktüberlagerung, die erschwert einem deutlich die P-Wellenauffindung. Das ist im echten Leben tatsächlich oft so, dass man mit diesen Artefakten zu kämpfen hat. Und dann kann man manchmal die P-Welle nur mutmaßlich erkennen, mit viel Fantasie. In diesem EKG gucken wir mal richtig, ob wir irgendwelche P-Wellen erkennen. Also hier könnte sich eine verstecken. Hier, wenn man 1000 EKGs gesehen hat, dann fallen einen Kleinigkeiten schon auf, aber manchmal interpretiert man einfach zu viel rein. Hier vielleicht eine P-Welle, hier auch vielleicht eine P-Welle. Ihr könnt übrigens diese ganzen EKG-Befunde herunterladen. Ich schreibe später den Link in die Videobeschreibung rein. Also hier sieht es so aus, als ob wir eine positive P-Welle haben. Wenn gar nichts hilft, dann muss man natürlich auf die Vorderwand schauen. Und hier sieht man dann ganz klar, hier sind P-Wellen. Ja? Positive P-Wellen V2. Ist also ein Sinusrhythmus. Bradykarder Sinusrhythmus mit 33 Schlägen pro Minute, für das Alter sehr suspekt. Auch hier kann ich eigentlich übrigens den Befund wieder rein zeigen. Sinusbradykardie mit Artefakt habe ich das Ganze genannt. Das soll ja das Artefakt sein. Das ist, glaube ich, sehr eindrücklich. Aber auch das ist nicht der einzige Befund hier übrigens. Wir gehen weiter zum Lagetyp. Jetzt würde man ja gucken, ob die positiv oder negativ sind, das wäre eher negativ, negativ, das wäre auch eher negativ. Was ist das denn für ein Lagetyp? Das nennt man auch beispielsweise Sagittaltyp. Wenn wir aber genau darauf achten, und das sind die Besonderheiten, in Ableitung 1 ist eine tiefe S-Zacke und in Ableitung 3 ist eine tiefe Q-Zacke. Das ist also ein S1-Q3-Typ. Ja, auffällig. Ja, vielleicht nebenbei, S1-Q3-Typ, was heißt das? Ist das spezifisch eine Lungenembolie? Das hört man ja immer mit in Zusammenhang mit einer Lungenembolie oder vermehrten Rechtsherzbelastung. Nee, das ist nicht spezifisch, können auch normale Menschen haben. In diesem Fall gibt es sogar ein Erkrankungsbild, was dem wahrscheinlich zugrunde liegt. Das erkennt man auch aus dem EKG. Ist manchmal sehr interessant, was man aus EKGs ableiten kann. Und zwar, wenn man sich jetzt die R-Zacken in 2, 3 und AVF guckt, da sind gar keine richtigen R-Zacken mehr. Hat er verloren. Dieses Phänomen nennt man R-Verlust. 2, 3 und AVF sind übrigens Ableitungen, die anatomisch gesehen nebeneinander liegen. Oder genau, das sind die inferioren Ableitungen, die repräsentieren die Unterseite des Herzens. Dieser Patient hier hat keine R-Zacken mehr
inferior. Wahrscheinlich hat er nämlich einen inferioren Infarkt, also Zustand nach inferiorer Infarkt. Das sind nämlich hier Q-Zacken alles. Ja, und die Q-Zacken sind pathologisch. Das ist also wahrscheinlich Zustand nach inferiorem Infarkt. Und dadurch ergibt sich auch dieser pathologische Lagetyp, ja. Weil der Mensch hier die R-Zacken verloren hat, glaubt man, einen S1-Q3-Typ zu haben. Formal ist das auch richtig, aber das kommt, weil er einen inferioren Infarkt hatte. Wenn wir jetzt über der Vorderwand schauen, dann müssen wir den RS-Umschlag als nächstes bestimmen. Der ist, na, schwer zu sagen. Also in V3 ist die R-Zacke sicherlich noch kleiner, in V4 auch noch kleiner, in V5 auch noch kleiner, in V6 auch noch kleiner. Es gibt also keinen richtigen RS-Umschlag. Das muss man dann einfach auch so dokumentieren im Befund. Kein RS-Umschlag bis V6 in dem Fall. Was heißt das? Tja, es könnte sein tatsächlich, dass in diesem Fall nicht nur die inferioren Ableitungen beim Herzinfarkt damals betroffen waren, sondern auch die linkslateralen, also V5 und V6. Ja, dadurch ist die R-Zacke zwar nicht ganz verschwunden in V5 zumindest, aber es kann sein, dass sie reduziert wurde und deswegen sehen wir keine regelrechte R-Progression mehr. Also auch schon auffällig. Das ist also eine Sinusbradykardie allein ist es nicht. Er hat also keinen suffizienten RS-Umschlag. Gut, dann müssen wir uns die ST-Strecken und die T-Wellen anschauen. Was hier auffällt, sind diese spitzen T-Wellen. Ne? Sie sind schon recht spitz. Da muss man auch immer darauf achten, übrigens, das ist auch ein Trick, man muss immer diese Eichzacke gucken. Manchmal sind diese T-Wellen zwar riesig, aber die Eichzacke auch. Diese Eichzacke muss immer ein Millivolt sein. Ist aber in diesem Fall. Also die T-Welle ist schon auffällig. Differentialdiagnose ist natürlich frühe Phase einer Ischämie oder Hyperkaliämie. Ja, das kann man aus dem EKG jetzt nicht ableiten. Man muss ja auch immer die Klinik des Patienten betrachten. In AVR sieht man negative T-Wellen, haben wir gesagt, ist normal, das gehört sich so. Ansonsten sehe ich aber keine richtigen ST-Streckenhebungen. So, das wäre der Befund. Also zusammenfassend, bradykarder Sinusrhythmus mit 33 Schlägen pro Minute. Für das Alter übrigens, wie gesagt, auffällig, kann auch ein Sixsinus-Syndrom sein. S1, formal S1-Q3-Typ bei, aber am ehesten Zustand nach inferiorem Infarkt. Kein RS-Umschlag anterior bis V6. Anterior ist die Vorderwand. Ja, manchmal sind die Befunde ganz schlau formuliert. Dann heißt es so anterior, ist aber einfach nur eine Vereinfachung, damit man nicht so viel schreiben muss. Spitze T-Wellen, ebenfalls anterior, aber keine ischämie-spezifischen Erregungsrückbildungsstörungen, keine Extrasystolen. Ich schreibe in meine Befunde immer rein, keine ischämie-spezifischen Erregungsrückbildungsstörungen. Viele schreiben da rein, keine ischämie-typischen Erregungsrückbildungsstörungen. Warum mache ich den Unterschied? Ischämie-typisch ist eigentlich ganz vieles, wenn man die Klinik in Betracht zieht. Wenn der Patient erst auch noch angibt, ich habe Luftnot, dann könnte das ja durchaus sein, dass das für eine Ischämie typisch ist, diese T-Wellen. Ja? Wenn er aber keine Luftnot hat, dann ist das nicht, dann weiß man das nicht. Deshalb schreibe ich immer rein, nicht ischämie-spezifisch, weil ischämie-spezifisch sind nicht so viele Befunde. Und diese Artefakt, das darf man nicht mit ST-Streckenhebungen verwechseln. Ja, das wäre dann fatal in dem Fall. Keine Extrasystolen, das fehlt uns noch. Okay, aber das EKG zeigt, nach P-Wellen muss man manchmal suchen. Ich habe auch schon gerade gesehen, in V1 beste P-Wellen sind die sichtbar. Das stimmt, manchmal ist das wirklich so. In V1 sieht man dann besser als in anderen Ableitungen. Definitiv richtig. So, dann sind wir beim nächsten EKG. Das ist auch wieder ein schönes EKG. Und zwar Sinustachykardie, gut, aber hier ist wieder was versteckt. Aber wir fangen wieder von vorne an. 40 Leute schon, sehr interessant. Also bitte schreibt mir auch, ob es euch gefällt, ob ich zu langsam bin, ob ich zu genau bin oder ob das zu ungenau ist. Oder was ihr halt noch sehen möchtet. Wir fahren fort. Also, Frequenz von 128 pro Minute ist also schon mal eine Tachykardie. 65 Jahre alt, gut, der Mann kann ja oder die Frau kann ja aufgeregt sein. Wir gucken nach P-Wellen. Bei einer Tachykardie sollte man sich nicht beirren lassen.
Hier sind T-Wellen und P-Wellen meistens nebeneinander, wie hier, ja? Also das wäre die P-Welle und das wäre die T-Welle. Übrigens, eine T-Welle ist eigentlich immer sichtbar. Klar, das ist ja die Repolarisation, die muss immer da sein. Man sollte T-Wellen aber nicht mit P-Wellen verwechseln. Wenn man zwischen R-Zacken nur eine Welle sieht, dann ist es meistens nur die T-Welle, nicht die P-Welle, ja? Das bringt einem manchmal auch schon weiter. Oh, das freut mich, dass euch das gefällt. Na, dann fahren wir fort. Also, tachykarder Sinusrhythmus mit einer Herzfrequenz von 128 pro Minute. Dann versuchen wir den Lagetyp zu bestimmen. Positiv, positiv, positiv. Wobei hier die R-Zacke bzw. die Fläche unter dem QRS-Komplex in 3 ist größer als 1. Also es ist ein Steiltyp. Gut, 65 Jahre alt, das ist auffällig. Ein Steiltyp beim 65-Jährigen. Kann aber sein, dass der Mann vielleicht sehr schlank ist. Wir wissen es nicht. Sollte man aber im Hinterkopf halten. Dann RS-Umschlag ist hier zwischen V2 und V3. Ja? Also wenn man gut guckt, dann ist die R-Zacke hier schon größer. Das Problem ergibt sich hier natürlich bei diesem EKG durch diese sehr, sehr tiefen S-Zacken, die sich dann mit den R-Zacken überlagern. Das sieht man recht häufig, wenn einfach der Platz zwischen den Ableitungen nicht so groß ist. Dann wieder ein kleiner Exkurs. Wir sehen ja diese sehr, sehr tiefen S-Zacken. In V6 ist die R-Zacke, beziehungsweise in V5 sogar noch besser sichtbar, ist die R-Zacke recht groß. Wenn wir jetzt das ausrechnen, den Sokolov-Lyon-Index, oder wahrscheinlich richtiger heißt es eigentlich Sokolov-Lyon-Index, weil der Herr Lyon in Amerika wohnte, dann müssen wir dafür die R-Zacke in V5 ausmessen und die S-Zacke in V2. Wenn dann die Summe mehr als 3,5 Millivolt ist, man rechnet übrigens beides zusammen, man addiert sie, ja, man subtrahiert sie nicht. Wenn die Summe dann mehr als 3,5 Millivolt ist, dann besteht Verdacht auf eine linksventrikuläre Hypertrophie. Aber Achtung, dieser Score ist nur für Männer über 40 Jahre validiert. Wenn das jetzt eine Frau wäre, dann wäre der Score schon problematisch. Aber trotzdem ergibt uns ein Hinweis darauf. Es ergibt sich hier also der Verdacht auf eine linksventrikuläre Hypertrophie, das habe ich auch nicht erwähnt. Ja, das ist also ganz... sollte man in Betracht ziehen. So, und jetzt gibt es noch was Spezielles. Ein Steiltyp passt aber nicht so recht mit einer linksventrikulären Hypertrophie. Ja, es könnte durchaus sein, dass dieser Patient eine biventrikuläre Belastung hat. Also beispielsweise hat er eine COPD und noch eine arterielle Hypertonie. Könnte durchaus sein. Da muss man im Hinterkopf behalten. Denn bei einer Linksherzhypertrophie ist der Lagetyp eher Linkstyp. Okay, das haben wir auch. Und jetzt wollen wir uns die Erregungsrückbildung anschauen, ob wir ST-Streckensenkung oder Hebung sehen oder T-Negativierungen. Die sehe ich ehrlicherweise hier nicht ganz. Jetzt könnte man sich fragen, ist es aber nicht so eine leichte ST-Senkung hier in 2 und 3 und gleich auch V5 und V6? Genau, ja, durchaus würde ich auch sagen, eine leicht aszendierende ST-Senkung über recht vielen Ableitungen. Das ist aber bei Tachykardien normal. Da sind diese aszendierenden ST-Senkungen häufig zu sehen, egal ob bei jüngeren oder bei älteren Menschen. Man sagt, wenn diese aszendierende Ast der ST-Strecke schnell aszendierend ist, also wenn es relativ schnell wieder zur isoelektrischen Linie geht, dann ist das nicht so pathologisch. Ja gut, was heißt schnell, was heißt langsam, also muss man aufpassen. Ich denke aber, dass diese ST-Strecken-Veränderungen hier im Rahmen der Tachykardie sind. Ansonsten sehe ich hier nichts Pathologisches, um ehrlich zu sein. Auch hier sind die T-Wellen wieder recht hoch, aber das kann auch im Rahmen der Tachykardie, also bei Tachykardie, die ST-Strecken zu beurteilen, ist schwierig. Ja. Falls euch noch irgendwas auffällt, dann könnt ihr das natürlich in die Kommentare schreiben. Wir kommen dann gerne auf das EKG zurück. Aber wie ihr seht, Sinus-Tachykardie allein ist nicht der Befund. Der hat auch noch wahrscheinlich eine Linksherzhypertrophie, vorausgesetzt, das ist ein Mann. Ja. Okay, also was der abschließende Befund lautet dann: Tachykarder Sinusrhythmus mit einer Herzfrequenz von 128 Schlägen pro Minute, Steiltyp, RS-Umschlag zwischen V2 und V3, positiver Sokolov-Lyon-Index hinsichtlich des linken Ventrikels. Ja, das, was ich euch gerade vorgerechnet habe, gilt nur für den linken Ventrikel.
Leicht aszendierende ST-Strecken im Rahmen der Tachykardie, sonst aber keine chemisch-spezifischen Erregungsrückbildungsstörungen, keine Extrasystolen. So würde der Befund dann lauten. Viele würden wahrscheinlich auch schreiben, keine Erregungsrückbildungsstörungen. Ich finde, das gehört irgendwie zum Befund dazu. Dann weiß man wenigstens, dass sich einer die Gedanken gemacht hat über diese Veränderungen hier. Okay. Achso, vielleicht noch am Rande, wie man den für den rechten Ventrikel berechnet. Da addiert man die R-Zacke in V1 bzw. V2, je nachdem, wo die größer ist, und die S-Zacke, also genau quasi andersherum, und die S-Zacke in V5 und V6, je nachdem, wo sie größer ist. So, dann kommen wir zum nächsten EKG. Auch hier ist der Befund schon wieder vorgegeben. Mal gucken, ob dazu stimmt. Also wir fangen wieder mit der Herzfrequenz an. 94 Schläge pro Minute, okay. 68 Jahre alt. 94 ist übrigens noch normofrequent. Erst ab 100 spricht man in der Regel von einer Tachykardie. Dann gucken wir wieder nach P-Wellen. Hier positiv, positiv. Darüber können wir jetzt ein bisschen schneller hinweggehen. Also noch normofrequenter Sinusrhythmus. Und der Lagetyp hier auch interessant. Positiv. Ja, hier wird schon schwieriger. Könnte noch positiv sein. Aber schon grenzwertig. Hier schon negativ. Jetzt könnte auch vielleicht einer auf die Idee kommen, ja, aber hier ist eine S-Zacke und hier ist vielleicht eine Q-Zacke, vielleicht auch wieder ein S1-Q3-Typ. Durchaus berechtigte Frage. Die S-Zacke hier ist nicht besonders tief, ja, da muss man überlegen. Aber das ist trotzdem ein auffälliger Lagetyp, weil der Mensch hier überall Q-Zacken hat, eigentlich in 2, in 3, in AVF. Ja, hat wahrscheinlich auch einen inferioren Infarkt erlitten in der Vergangenheit. Deshalb dieser komische Lagetyp. Ich würde jetzt ehrlicherweise hier schreiben, ich würde das hier als positiv noch labeln. Das würde ich auch noch vielleicht gerade positiv und das negativ, das würde also vielleicht ein Linkstyp oder ein überdrehter Linkstyp sein. So, RS-Umschlag zwischen V3 und V4, so wie es sich gehört. Dann gucken wir zu der Erregungsrückbildung. Positive T-Wellen, ich sehe hier keine richtige Hebung. Hier, da muss man schon wirklich gut gucken, ob das hier eine Hebung ist. Und hier wieder ein kleiner Exkurs. Was heißt übrigens ST-Hebung? Was ist signifikant, was ist nicht signifikant? Man muss tatsächlich eigentlich diese ST-Strecken immer ausmessen. Denn mit Augenmaß ist das schwierig zu beurteilen. Klar, wenn man 100.000 EKGs gesehen hat, dann vielleicht schon. Wobei, dann wäre ich auch nicht so ganz sicher. Signifikant ist alles über 0,1 Millivolt. Also eine Hebung über 0,1 Millivolt, und das ist wirklich, das erreicht man schnell, ist signifikant. Eine Ausnahme gilt für V2 und V3 und auch altersabhängig, da können Hebungen bis zu 0,25 Millivolt noch normal sein. Das gilt für Männer bis bei Frauen bis 0,2 Millivolt. Und das sind so Spitzfindigkeiten, irgendwann lernt man die auch. Wenn man um 24 im Dienst einen Infarkt ausschließen will, dann muss man das, glaube ich, auch wissen. Davon hängt dann ab, ob man schlafen kann oder nicht. Naja, okay. Weitere ST-Streckenveränderungen sehe ich jetzt hier nicht, ehrlicherweise. Hier wieder natürlich eine negative T-Welle, wie es sich gehört. Hier ist es ein bisschen komisch. Hier könnte man vielleicht sagen, könnte eine horizontale ST-Negativierung sein, aber in einer einzigen Ableitung spielt das oftmals keine große Rolle dann. Also der vollständige Befund. Noch normofrequenter Sinusrhythmus bei einer Herzfrequenz von 94 Schlägen pro Minute. Links bis überdrehter Linkstyp. Auffällige Q-Zacken inferior, am ehesten im Rahmen eines abgelaufenen inferioren Infarktes. RS-Umschlag zwischen V2 und V3. Keine chemiespezifischen Erregungsrückbildungsstörungen. Keine Extrasystolen. Das war Nummer 5. Hier übrigens vielleicht auch noch am Rande, PR, also die PQ-Zeit ist über 200 Millisekunden, hat auch noch einen AV-Block ersten Grades, das steht ja hier drunter. Muss man auch erwähnen, spielt meistens keine große Rolle, weil viele Menschen einen AV-Block ersten Grades haben. Dann vielleicht eine Frage, um zu gucken, ob ihr noch alle wach seid. 51, das wird immer mehr. Welcher AV-Block ist denn schlimm für Menschen? Und ist das für alle schlimm? Also ist beispielsweise ein AV-Block dritten Grades auch für jüngere Menschen schlimm? Schreibt das mal in die Kommentare, mal gucken, ob das jemand weiß. Und ab welchem AV-Block muss man überhaupt therapieren? Mal gucken, ob das jemand weiß.
So. Und übrigens, um EKGs gut zu befunden, muss man kein Arzt sein. Es gibt wahrscheinlich auf der Welt auch beispielsweise Rettungssanitäter oder Arzthelfer, die EKGs besser auswerten können als vielleicht ein Arzt. Also Ärzte können auch nicht immer alles. Man muss es halt eben gelernt haben. Gelernt ist eben gelernt. Oh, da fragt einer, wirst du den Stream danach uploaden? Ja, der wird hochgeladen. Dann kann man sich den auch in Ruhe danach nochmal anschauen. Und wenn es euch gefällt, kann mir jede Woche 10 EKGs vielleicht durchgehen. Diese Sammlung hat mehr als 100 EKGs mit verschiedenen Befunden. Ist ganz lustig, immer auch die Spitzfindigkeiten herauszufinden. Dann sind wir schon beim nächsten. Wir fangen wieder mit der Frequenz an. 89 Schläge pro Minute. Der Patient ist 73 Jahre alt. Okay. Dann suchen wir wieder nach P-Wellen. Auch hier gibt es wieder das Problem, die isoelektrische Linie oder beziehungsweise es gibt keine richtige isoelektrische Linie. Das EKG ist artefaktüberlagert. Sowas erwähne ich manchmal auch im Befund. Wenn ich mir dann nicht so ganz sicher bin, dann schreibe ich Befundung unter Vorbehalt aufgrund Artefaktüberlagerung. Dann ist man schon eher auf der sicheren Seite. Jetzt suchen wir nach P-Wellen, das ist schwierig, aber wenn wir beispielsweise in 3 schauen, dann sehen wir hier, da ist eine, da ist eine, da ist eine. Zugegebenermaßen ist der relativ weit weg vom QRS-Komplex. Und wenn wir auf die PR-Zeit, also auf die PQ-Zeit schauen, da ist auch sowieso ein AV-Block ersten Grades zumindest vorliegend. Aber uns fällt schon auf, das ist nicht ganz regelmäßig. Also wenn wir den Abstand hier zwischen zwei Erdsacken anschauen, dann ist der Abstand hier größer als der hier und auch hier größer als dort. Und hier beispielsweise kommt irgendwie kein QRS-Komplex mehr. Man muss aber sagen, das EKG ist nicht so besonders gut geschrieben, weil die Ableitungen sind sehr nah beieinander. Also es gibt hier keinen richtigen Rhythmusstreifen, die sind sehr nah beieinander. Hier ist zwar keine Bezeichnung, aber hier ist V1 und hier ist V4. Das EKG ist also ungünstig geschrieben. Es soll wohl ein AV-Block zweiten Grades sein, Typ Wenckebach. Ja? Also die AV-Zeit wird immer länger, bis ein QRS-Komplex aussetzt. Zugegebenermaßen kann man das aber anhand dieser Aufzeichnung hier nur sehr schwer erkennen. Ja, muss man so sagen. Wir machen aber weiter. Lagetyp wäre ein überdrehter Linkstyp. RS-Umschlag ist zwischen V2 und V3, also normal. Uns fallen noch recht große R-Zacken auf. Da müsste man den Sokolov-Leon-Index oder Line-Index besser gesagt berechnen. Ich glaube aber nicht, dass der hier erreicht wird. Aber trotzdem. Der Sokolov-Leon-Line-Index ist nicht das einzige Kriterium für eine Linksherzhypertrophie. Der kann auch negativ sein, der Index, und trotzdem kann man eine Linksherzhypertrophie haben. Da ist natürlich die Echokardiographie das Mittel der Wahl, um so etwas diagnostizieren zu können. Wir machen weiter. 49 Menschen, oh, das ist ganz viel. Okay. Okay. Wir machen weiter, die Erregungsrückbildung. Man sieht aber keine richtigen Hebungen, man sieht keine richtigen ST-Senkungen, man sieht positive T-Wellen, außer in AVR, wie es sich gehört. Also alles gut. Also der Befund würde dann lauten: normalfrequenter Sinusrhythmus, einhergehend mit einem AV-Block zweiten Grades vom Typ Wenckebach, den wir hier aber nicht sicher identifizieren können. Für solche Diagnosen muss man einen Rhythmusstreifen schreiben, damit man sich da sicher gehen kann. Überdrehter Linkstyp, RS-Umschlag zwischen V2 und V3, keine ischämiespezifischen Erregungsrückbildungsstörungen, keine Extrasystolen. Und auch hier wieder ein kleiner Exkurs, überdrehter Linkstyp. Bedeutet denn auch nicht ein überdrehter Linkstyp gleichzeitig linksanteriorer Hemiblock? Kommt ja auch mal die Frage, was heißt Hemiblock? Also das Kabelsystem des Herzens besteht ja aus, ich nenne es jetzt mal Kabelsystem. Das sind natürlich keine richtigen Kabel, aber das ist halt das Erregungssystem des Herzens aus Sinusknoten, AV-Knoten. Dem AV-Knoten folgen zwei Tavara-Schenkel. Einer geht zur rechten, einer geht zur linken Kammer.
Und der linke Kammerschenkel, der besteht aus zwei Faszikeln, einem links anterioren und einem links posterioren. Ja, über diese Bahnen wird die Erregung schnell übertragen. Der links anteriore Faszikel, der ist kleiner als der links posteriore. Und kleine Veränderungen können schon dazu führen, dass der links anteriore blockiert wird. Ja, es kann auch im Alter irgendwann passieren, wenn einfach irgendwelche degenerativen Prozesse eingesetzt haben. Und dann zeigt sich auch dieser Lagetyp hier, überdrehter Linkstyp. Aber Menschen mit einem links anterioren Hemiblock haben auch eine S-Persistenz in V6, also eine recht tiefe S-Zacke in V6. Und der RS-Umschlag ist bei denen auch nach links präkordial, also ist verspätet. Ja? Finden wir aber alles hier nicht vor. Deshalb muss man aufpassen, dass man links anterioren Hemiblock unbedingt immer mit einem überdrehten Linkstyp assoziiert. Ich glaube nicht, dass der Mensch hier einen links anterioren Hemiblock hat. Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch einen überdrehten Linkstyp haben kann ohne links anterioren Hemiblock. Wie kommt dann aber trotzdem der Lagetyp zustande? Puh, das könnte wirklich sein, dass er eine Linksherzhypertrophie hat und im Rahmen dessen. Das weiß man nicht. Ja. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz auf die Fragen. Ah ja, 2b, genau auf die Frage von gerade, welcher AV-Block ist therapiebedürftig und gefährlich? Genau, 2b, also der Typ Mobitz. Was ist der Unterschied? Beim Wenckebach wird ja die PQ-Zeit immer länger, bis dann ein QRS-Komplex aussetzt. Das kann auch noch bei Gesunden auftreten. Ich sage mir jetzt mal Gesunden. Insbesondere bei Jugendlichen im Schlaf tritt das auf, ist nicht gefährlich. Ja, muss man eigentlich nicht therapieren. Mobitz ist, wenn plötzlich immer einer ausfällt. Also beispielsweise jeder zweite oder der dritte QRS-Komplex fällt aus. Die sind therapiebedürftig, die brauchen dann unter Umständen einen Herzschrittmacher. Das wäre dann 2b. Genau, ihr habt's gewusst. Jawohl. Okay, dann gehen wir zum nächsten EKG. Ja, ich habe den schon eingeblendet, aber wir gucken, ob das stimmt. Hier, so ist es natürlich viel besser. Hier ist eine Ableitung recht lang geschrieben. So kann man auch Rhythmusstörungen besser identifizieren. Sollte man immer machen. Ja, aber wir gehen trotzdem das EKG komplett durch. Also, wir sehen eine Frequenz von 42, ist niedrig. Alter von 69, also auch schon auffällig. Vielleicht war er Sportler, kann sein. Aber ist auffällig. Haben wir einen Sinusrhythmus? Wir sehen hier P-Wellen, denen folgt ein QRS-Komplex. Aber was ist das hier? Das sieht auch eigentlich aus wie eine P-Welle. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, was das sein kann. Oder drei Möglichkeiten, besser gesagt. Das kann noch eine P-Welle sein. Das kann eine U-Welle sein. Man weiß nicht genau, woher übrigens U-Wellen kommen. Man vermutet eine Repolarisation der Purkinje-Fasern, ist aber nicht ganz fest. Oder es kann Artefakt sein. Wir verfolgen das Ganze mal. Hier sieht man es wieder, da sieht man es wieder. Man sieht es wirklich immer. Also ein Artefakt ist eher unwahrscheinlich. Und das Besondere ist ja auch, wenn wir in Ableitung 2 gucken, die P-Welle hier ist so ein bisschen doppelgipfelig. Und das Ding hier danach, nach der T-Welle, ist auch doppelgipfelig. Das ist also wahrscheinlich eine P-Welle. Wir haben also keinen normalen Sinusrhythmus mit adäquater Überleitung, sondern jeder zweite Schlag wird nicht auf die Kammer übertragen, deshalb auch diese Herzfrequenz. Denn der Patient hat eigentlich die doppelte Herzfrequenz, es wird nur jeder zweite Schlag übertragen quasi oder jede zweite Erregung. Das ist also ein Typ Mobitz vom 2 zu 1 Typ. Ja, jeder zweite Schlag wird übertragen. Aber wir gucken weiter. Da müssten wir uns den Lagetyp anschauen. Positiv, positiv, positiv. Ich würde sagen, 3 ist positiver als 1 oder ist größer als 1, deshalb Steiltyp ist auch auffällig für das Alter, muss aber auch nichts heißen. Vielleicht ist der Mann oder ist die Frau schlank. Dann gucken wir uns den RS-Umschlag über der ach, die Vorderwand ist gar nicht abgebildet, ist nicht schlimm. Okay, dann können wir uns das sparen. Es gibt aber hier noch einen auffälligen Befund und zwar AVL. Da ist die T-Welle negativ. Wie gesagt, in einer einzigen Ableitung ist das nicht unbedingt schlimm. Das ist sowieso nicht spezifisch von einer Erkrankung. Wenn aber der Patient, beispielsweise Luftnot hat,
Und diese T-Negativierung hier, dann müsste man eigentlich immer Troponin mitmachen, weil so kann auch mal, so dezent kann auch mal ein N-Stem hier aussehen. Ja, die restlichen Ableitungen fehlen uns, da können wir also keine Aussagen treffen. Das war der Befund. Interessanterweise hat hier das EKG-Gerät einfach keine PQ-Zeit mehr bestimmt. Ja, das macht auch Sinn in dem Fall. Dann machen wir weiter. Das ist auch ein schönes EKG. Ah, jetzt werden es ein bisschen weniger Leute. Vielleicht schaue ich einmal ganz kurz auf die Fragen. Guten Abend, findet es jeden Abend um 20 Uhr statt? Ne, jeden Abend, das schaffe ich nicht. Jeden Abend nicht, aber vielleicht jede Woche. Mal schauen, wenn es euch gefällt und wenn ihr auch Lust habt. Ah, da hat auch einer gefragt, überdrehter Linkstyp plus S-Persistenz bis V6, Linksarterioer Hemiblock, Fragezeichen. Na, das ist an sich eine gute Frage, aber nicht ganz, nicht ganz. Und zwar, wenn der überdrehte Linkstyp dadurch zustande kommt, dass beispielsweise ein inferiorer Infarkt mal stattgefunden hat, ja, dadurch hat man den überdrehten Linkstyp, kann ja durchaus sein, dann stimmt das nicht. Dann muss man gucken. Also das ist nicht, das kann man nicht so direkt sagen. Aber wenn er keinen inferioren Infarkt hätte und er hat trotzdem eine S-Persistenz, eine deutliche S-Persistenz, dann ist es meistens ein linksanteriorer Hemiblock. Das kann ich sagen. Okay. Ja, wenn ihr keine Zeit habt, könnt ihr das Video natürlich gerne später nochmal anschauen. Es wird eigentlich hochgeladen. Okay, dann machen wir weiter. Auch hier habe ich jetzt den Befund. Vielleicht zeige ich beim nächsten Mal nicht mal den Befund. Also 70-jähriger Patient, 35er Herzfrequenz ist nicht so gut. Ja, das ist schon sehr, sehr knapp. Auch Sportler, puh. Also, dass ein Sportler mit einem Sinusrhythmus eine 35er Frequenz erreicht, das ist aber sehr sportlich, wäre das. Also das ist schon mal sehr auffällig. Haben wir einen normalen Sinusrhythmus? Also wir sehen hier P-Wellen, da auch. Das wahrscheinlich auch. Da ist auch eine. Hier ist wahrscheinlich auch eine versteckt. Aber die sind ja völlig scheinbar unabhängig von den QRS-Komplexen. Ja, das gibt es eigentlich nur bei wenigen Krankheitsbildern. Das ist also per se schon mal ein AV-Block dritten Grades. Heißt, die Übertragung ist komplett unterbrochen. Definitiv eine Indikation zur Schrittmacherimplantation. Interessanterweise auch hier hat das Gerät wieder kein PR, also keine PQ-Zeit bestimmt. Okay, also es ist schon mal kein Sinusrhythmus, das ist irgendwas anderes. Was kann es dann sein? Wenn ein AV-Block dritten Grades vorliegt, wenn also die Kammern unabhängig von den Vorhöfen schlagen, dann muss eigentlich immer irgendeinen Ersatzrhythmus eingesetzt haben. Denn sonst sieht man keine Erdzacken. Ja, sonst ist Schicht im Schacht. In diesem Fall gibt es aber Erdzacken. Das heißt, irgendein sekundäres oder tertiäres Zentrum hat die Leitung übernommen. Wenn wir uns die QRS-Komplexe anschauen, dann sehen die relativ breit aus. Ja, hier das Gerät sagt 190 Millisekunden. Nicht wundern übrigens, das ist nur eine Schreibgeschwindigkeit von 25 mm pro Sekunde. In Deutschland sind 50 mm üblich. Das heißt, bei uns werden die sogar noch größer aussehen, die QRS-Komplexe. Das sind schon also sehr breite. Das heißt, dieser QRS-Komplex ist wahrscheinlich irgendwo recht peripher entstanden. Was heißt peripher in dem Fall? Also relativ weit weg vom AV-Knoten. Ja, könnte in den Ventrikeln beispielsweise sein. Und auch wieder Fun Fact, je peripherer das Zentrum entsteht, umso schlechter die Prognose. Gut, also ein Kammerersatzrhythmus haben wir hier, keinen Sinusrhythmus. Dann gucken wir den Lagetyp, der ist sowieso verändert durch einfach die veränderte Erregung. Das wäre hier ein negativ, positiv, positiv, das wäre ein Rechtstyp. Genau, ein Rechtstyp. Dann die Erregungsrückbildung, die ist natürlich auch massiv gestört. Das liegt einfach nur schon alleine daran, dass das Zentrum irgendwo anders liegt. Ja, also es wird hier nicht das spezifische Erregungssystem des Herzens benutzt oder das Reizleitungssystem, sondern die Erregung ist ganz anders als physiologisch. Ja, hier sehen wir ganz tiefe ST-Streckensenkungen über der Vorderwand, hier in 2, 3 AVF.
Bei solchen Krankheitsbildern kann man eigentlich eine Ischämie, über eine Ischämie eigentlich nichts sagen, weil man nicht weiß, woher genau das kommt. Die Erregungsrückbildungsstörungen sind typischerweise bei solchen Kammersatzrhythmen zu finden. Extrasystolen muss man ja auch immer angeben. Das sind ja quasi alles Extrasystolen im Anführungszeichen. Also wir fassen nochmal alles zusammen. Bradykarder Kammerersatzrhythmus bei AV-Block dritten Grades. Schenkelblockartige Deformierung des QRS-Komplexes bei am ehesten tertiärem Schrittmacher, also bei physiologischem Schrittmacher, das ist kein externer, das ist kein mechanischer Schrittmacher von außen, sondern der physiologische Schrittmacher mit konsekutiven entsprechenden Erregungsrückbildungsstörungen, ja, das gehört dazu, das wäre der Befund. Genau, dann gehen wir weiter. Ich versuche mal das jetzt genau. Ich zeige euch jetzt mal von dem EKG nur so viel, das reicht eigentlich schon. Was sieht man hier? Die Ableitung ist erstmal egal. Ich versuche mal. So, das ist eigentlich das ganze EKG. Was sehen wir hier? Hier ist keine Frequenz und so weiter angegeben. Das brauchen wir in dem Fall nicht mehr. Was ist das hier? Wir sehen hier erstmal B-Welle, R-Zacke und die T-Welle steckt hier wahrscheinlich da. Hier ist, sieht man es besser. Die T-Welle ist hier. Normalschlag. Das hier ist, weiß ich nicht, Artefakt vielleicht. Und danach ist das hier. Das kann jetzt zwei Ursachen haben. Oder sogar drei eigentlich. Es kann sein, dass die Elektroden einfach abgegangen sind, ja. Dann zeichnet das EKG-Gerät sowieso nichts mehr auf. Kann durchaus sein, muss man immer in Betracht ziehen. Zweitens, es kann sein, dass man da irgendwo P-Wellen versteckt sind, die man aber nicht sehen kann. Das ist aber eher unwahrscheinlich, weil hier sieht man noch eine P-Welle. Da auch, ja. Und wenn man eine P-Welle nochmal sehen würde, dann würde die ja hier auch so aussehen wie die anderen. Kammerkomplexe sieht man auf gar keinen Fall mehr. Und R-Zacken sieht man überhaupt nicht. Und die letzte und die wahrscheinliche Option in dem Fall wäre einfach ein Sinusarrest. Ja, wenn der Sinuskurrent einfach gar nicht mehr arbeitet. Dann stellt sich aber noch die Frage, ja, hier hat es doch noch gearbeitet, wo ist dann der QRS-Komplex danach? Gute Frage. Kann auch sein, dass ein AV-Block dritten Grades besteht, der beispielsweise nur intermittierend auftritt. Asystolie, kurz gesagt. Ja, Asystolie. Übrigens, eine Asystolie kann man nicht defibrillieren. Asystolien gehören zu den nicht defibrillierbaren Rhythmen. So, und das Letzte, dann haben wir auch fast die Stunde voll. Ich versuche wieder nur so weit zu gehen, dass man den Befund nicht sehen kann. Das reicht. Jetzt werden es auch weniger Zuschauer. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Also wir gucken uns die Frequenz an. 68er Frequenz ist gut. 66 Jahre alt, alles in Ordnung. Was haben wir dann hier? Wir suchen nach P-Wellen. Um ehrlich zu sein, ich sehe hier keine P-Welle. Hier auch nicht. In V1, wo es ja oftmals besser zu sehen ist, sehen wir auch keine. Hier auch nicht, hier auch nicht. Ich sehe eigentlich nirgendwo eine richtige P-Welle. Kann ja durchaus irgendein anderer Rhythmus sein. Vielleicht ist die P-Welle ja irgendwo verschmolzen mit anderen Bestandteilen. Hier vielleicht. Ja, vielleicht ist die P-Welle hinter dem QRS-Komplex. Kann ja sein. Also ist schon mal kein Sinusrhythmus. Bei Befunden, die man nicht selber interpretieren kann, kann man einfach so beschreiben. Ja, man kann einfach zum Beispiel schreiben, kein Sinusrhythmus, detektierbar oder nicht ersichtlich. Und dann muss man einfach das ganze EKG ganz normal weiter befunden. Dann gucken wir den Lagetyp an. Das ist eher positiv, positiv, positiv. Wobei das ist auch schon schwierig, weil die S-Zacken hier so tief sind. Also auch schon eine sehr schwierige QRS-Achse. Ich will aber eher sagen, hier Steiltyp. Ja. Dann RS-Umschlag. Tja, schon in V1 offensichtlich, komischerweise. Und dann ganz schlimme Erregungsrückbildungsstörungen. Ja, hier. Negative T-Wellen, SD-Strecken,
Senkungen destillieren ST-Streckensenkungen, also die ST-Strecken gehen sogar noch weiter nach unten. Ja, und Extrasystolen sind das alles Extrasystolen. Das ist ein interessantes EKG, das ist also kein Sinusrhythmus, man sieht keine P-Wellen. Jetzt könnte man sagen, oh, breite QRS-Komplexe, ne? Mit dieser Doppelgipfeligkeit in V1, das wird wahrscheinlich dann ein Thema eines weiteren Videos sein, Schenkelblöcke. Vielleicht ist das ja ein Rechtschenkelblock. Warum Rechtschenkelblock? Da ist ja bei V1 oder in V2 dieser M-förmige QRS-Komplex zu sehen. So, vielleicht ist das ja ein Rechtschenkelblock. Kann ja sein. Aber passt ja nicht. Da müssten wir ja trotzdem P-Wellen sehen. Das müsste ja dann trotzdem ein Sinusrhythmus sein. Vielleicht ist das eine ventrikuläre Tachykardie. Ja, da hat man ja auch weite, breite QRS-Komplexe. Aber dazu passt die Frequenz nicht. Kann ja sein, dass das Gerät das falsch ausgegeben hat. Dann messen wir nach. Trotzdem. Die Frequenz ist unter 70 Schlägen pro Minute. Tja, was kann das dann sein? Das ist auch eigentlich ein schönes EKG. Und vielleicht auch das schönste Schluss-EKG in diesem Fall. Das ist nämlich ein akzelerierter idioventrikulärer Rhythmus. Das heißt, hier gibt es einen ventrikulären Fokus. Ich nenne ihn jetzt auch mal Schrittmacherzentrum, der die Führung übernommen hat. Ja? Das ist also keine ventrikuläre Tachykardie, da muss man immer drauf achten. So. Und dadurch, dass hier die Erregung ja wieder von einem anderen Zentrum ausgeht, haben wir auch diese Erregungsrückbildungsstörungen. Wann tritt die auf? Ganz typisch ist, wenn beispielsweise ein Patient einen Herzinfarkt haben, ja, da sieht man dann ganz hohe ST-Hebungen, die kommen in ein Katheterlabor, das Gefäß wieder geöffnet und nach Reperfusion kommt dann dieser Rhythmus zu tragen. Ja, das ist also eine Perfusionsarrhythmie oder Reperfusionsarrhythmie. Man sagt so als Faustregel, dass ein akzelerierter idioventrikulärer Rhythmus ein Zeichen dafür ist, dass das Gefäß wieder geöffnet wurde. Ja, ist interessant. Also wenn man das sieht, freut man sich. Ist auch übrigens meistens nicht behandlungsbedürftig, muss man nichts machen, das ist selbstlimitierend. Ja, das wäre dann das 10. EKG. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, die nächsten EKGs machen wir dann das nächste Mal weiter. Oh, jetzt ist schon wieder die Verbindung abgebrochen. So, jetzt sind wir wieder da. Jetzt, also falls ihr Fragen habt, könnt ihr die jetzt gerne stellen. Oh, ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob euch das gefallen hat oder ob ihr das nochmal sehen wollt. Jetzt können wir so ein bisschen Nachbesprechung machen. Also hat viel Spaß gemacht. EKGs sind cool. Man kann viel aus denen ableiten. Viel mehr, als man manchmal sogar glaubt. Manchmal auch ganz gruselige Sachen, auch bei sich selbst, wenn man die EKGs macht. Aber trotzdem macht es Spaß. Und man kann eine Menge lernen. Und man kann auch So, jetzt gucken wir mal, ob da noch Fragen kommen. Jeden Samstag, ja, das wäre mal eine Idee. Das wäre mal eine Idee, aber ich muss auch samstags manchmal arbeiten. Dann passt das nicht so um 20 Uhr. Mal gucken. Also wie gesagt, ich werde versuchen, jetzt das Ganze nochmal hochzuladen, falls ihr irgendwie was verpasst habt oder nicht das Ganze zu Ende schauen konntet, stelle ich das hoch. Ah, da kommt auch noch eine Frage. Wie verhält es sich mit Atropin bei Bradykardien? Gerade bei AV-Block, ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Atropin hilft eigentlich bei Bradykardien. Ja, da gibt man das im Schuss, Atropin. Ob das bei höhergradigen AV-Blöcken hilft, ich bezweifle es. Das muss ich selber jetzt mal kurz nachschauen. Einen Moment. Ist eine gute Frage an sich. Also Atropin gibt man natürlich gerne bei Sinusbradykardien insbesondere. Und bei höhergradigen AV-Blöcken wendet man aber zumindest einen temporären Schrittmacher an, damit man eine sichere Therapieform hat. Ja, also Atropin ist nicht sicher zumindest. Muss ich auch mal selber schauen.
Und wie ihr seht, man weiß auch nicht immer alles. Man muss immer vieles nachschlagen. Das Wichtige ist, man weiß, man muss wissen, wo man es halt nachschlägt. Genau, also Atropin wird hilft typischerweise nicht unbedingt. Ja, man kann es aber versuchen. Das Problem ist nämlich, Atropin bewirkt zwar einen Frequenzanstieg des Sinusknotens, das Problem liegt aber beim AV-Block, ja, und deshalb habe ich auch gezweifelt, im AV-Knoten selbst, ja, da ist einfach die Verbindung abgebrochen oder zumindest ist diese Überleitung gestört. Und solange diese Überleitung gestört ist, kann man den Sinusknoten animieren, wie man möchte. Das hilft nicht so gut. Aber man kann es ja im... Wahrscheinlich wird es versucht im Notfall, weil man sich nicht ganz helfen kann. Aber die Therapie der Option oder der Wahl ist zumindest ein temporärer Schrittmacher. Übrigens auch vielleicht Fun Fact. Jetzt überschreiten wir die Zeit, aber bei Operationen oder bei Interventionen, wo eine Rhythmusstörung zu erwarten ist, beispielsweise bei Zustand nach TAVI, also wenn man die Herzklappen manipuliert, dann legt man auch intraoperativ beispielsweise einen Schrittmacher an, einfach um dem Problem schon zuvorzukommen. Also Schrittmacher sind cool, Schrittmacher-EKGs sind auch cool, die kommen auch noch, die sind kompliziert, aber wenn man die kann, dann kann man schon viel. Ja. So, mehr Fragen kommen anscheinend nicht. Okay, es hat euch gefallen, ja, dann machen wir das wahrscheinlich weiter, wenn ich Zeit finde. Ja, Epinephrin, ja, theoretisch kann man natürlich alles versuchen, was den Sinusknoten da animiert zu stimulieren. Epinephrin und so weiter und so fort, ne. Das Problem ist eben bei den AV-Blöcken halt, dass das Problem im AV-Knoten selbst meistens liegt und die Überleitung abgebrochen ist. Genau, und immer verdünnen, ne? Epinephrin einfach so spritzen, ist nicht so gut. Aber wir machen hier sowieso keine Therapieoption, das muss immer der behandelnde Arzt dann entscheiden, wie er vorgeht. Okay. Ja, es sind immer noch 37 Leute online. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch berichten soll. Oder ob es noch Fragen gibt oder ob ihr noch irgendwas anderes besprechen wollt. Jetzt muss ich selber mal reinhören, wie weit es im Livestream ist. Genau, ansonsten externer Schrittmacher mit Analgosidierung. Genau. Auf jeden Fall. Schrittmacher ist sehr gut. Ah, da kommt doch noch eine Frage. Frage noch, was ist der Unterschied zwischen regulärem und reinem Sinusrhythmus? Regulärem und reinem, der Unterschied wäre mir jetzt nicht bekannt. Vielleicht regelmäßiger und unregelmäßiger Sinusrhythmus, also Sinusarrhythmie. Oder was meinst du, Samu? Mal gucken, vielleicht antwortet er noch. Frequenzabhängig. Das muss ich jetzt erstmal selber tatsächlich nachschauen. Vielleicht hat das einen anderen Namen. Okay, also es gibt Sinusarrhythmie und im regelmäßigen Sinusrhythmus. Der Unterschied ist zwischen den P-Wellen. Ja, also es gibt eine bestimmte Millisekundenanzahl, die beim regulären oder beim regelmäßigen Sinusrhythmus erfüllt wird. Die meisten Menschen haben keinen regelmäßigen Sinusrhythmus.
sondern eine Sinusarrhythmie, wenn die auch ganz leicht ist, das kommt dadurch zustande, dass das Herz durch das vegetative Nervensystem sehr stark moduliert wird. Und wenn aber jetzt eine wirklich ganz starre Frequenz hat, ja, also PP-Abstand ist ganz starr, dann deutet das darauf hin, dass da irgendeine vegetative Störung besteht. Also eine Sinusarrhythmie ist gut, auf jeden Fall gut. Und junge Menschen haben das sehr ausgeprägt, das sieht man manchmal, das ist ganz, ganz, ganz extrem, aber alles gut. Okay, sonst gibt es keine Fragen, es wird auch schon weniger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Videowünsche könnt ihr mir auch stellen. Ich wünsche noch